Jo, Freunde, wir kommen gerade vor unserem Tagwerk und ein Paket wurde abgegeben. Ja, ziemlich groß. Kameramann, alles gut drauf? Ja, gut. Du musst die Adresse rauslöschen. So, wir fetzen das mal auf. Messer wird diesmal verlinkt in der Beschreibung. Ich delegiere das bloß weiter. Ist verlinkt in der Beschreibung oder wird gemacht, wie auch immer. Ja, oh, das ist doch, ja, gut. Da hat der Zombie nichts zu lachen, ja, wenn er damit geworfen wird, sag ich mal so. Okay, großes Paket. Ist größer, wie ich erwartet habe. So, wieder mal gut verpackt alles. So, zwei Sachen. Da kann ich schon mal sagen, dass das beides dieselben Sachen sind. So. Also brauchen wir auch bloß eins auspacken. Weil wir wollten mehrere im Team dasselbe haben. Da haben wir gleich mal gesagt, okay, bestellen wir. Hat 2 Tage gedauert? 3 Tage? Ich glaube 3 Tage. Und? Ui, das sieht wirklich größer aus, wie ich dachte. Oh, ja. Packt man das auch mal weg? Hier, wir haben also ein Trockenhaltungspülverchen drin. Zack. So, gucken wir uns mal an. Die Griffwicklung sieht diesmal richtig gut aus. Ja, hier wird es aufgeknöpft. Er sieht sehr, sehr martialisch aus, sage ich gleich mal im Voraus. Deswegen haben wir das auch bestellt. Wegen der Klingenform. Oh, oh ja. Ist noch nie Niete? Nein. Bin ganz aufgeregt. Au, guckt euch mal die Klingenform an. Wenn das nicht mal ein Zombie-Schwert ist, dann weiß ich auch nicht, was noch. Also, damit könnte man sogar Orks töten. Klinge? Ja, gut. Ja. Ausbaufähig, würde ich mal so sagen. Aber wenn ihr euch das mal so anschaut, demnächst folgt ein Review dazu. Also zumindest, wie man damit Melonen töten kann, schnell und effektiv. Gut, okay, hier ist ein bisschen die Farbe abgekratzt hier oben. Was mich jetzt persönlich aber nicht stört, das ist ja eh bloß schwarze Lackfarbe. Klinge ist biegsam, sollte also auch ein bisschen federn, bevor es dauerhaft verbiegt oder fett springt. Die Griffwicklung ist ordentlich gemacht, sage ich jetzt mal so. Das Ende ist hier gesichert. Also ich sag mal so, das war ja bloß ein Unboxing. Das Review folgt, Schnitttest, viel Spaß dabei. Tschüss, Freunde.